Ich habe bei mir insbesondere letztes Jahr unglaublich viel Aggressivität festgestellt. Also es war ganz viel unterdrückte Aggressivität, es war Rage und ich bin an so einem Punkt angekommen, an dem ich dachte, wow, ich könnte der Person echt an den Hals gehen oder ihn oder sie nehmen und vom Balkon schmeißen. Und ich dachte, das ist echt ein kranker und furchteinflößender Gedanke. Okay, ich bin zwar nicht meine Gedanken, aber da ist ja nicht nur ein Gedanke hinter, sondern da ist dieser Vulkano an. Und das muss irgendwie sich ausdrücken. Natalia, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zum Journeys Podcast. Freut mich, dass du mir die Ehre erweist, mit mir in das Gespräch zu gehen. Nice. Vielen lieben Dank, Alexander. Ich freue mich und bin mega gespannt, welche Themen wir heute nachgehen, wo wir tiefer bohren und graben. Wow. Yes. Schatten dürfen dabei sein, Licht darf dabei sein. Wir haben gerade gesagt, Menschlichkeit und Spiel soll mit dabei sein. Das kriegen wir auch dazu. Und ich habe mich ein bisschen natürlich über dich informiert, schlauerweise, vor dem Gespräch. Und vielleicht vorneweg, bevor wir die komplette Geschichte und die ganze CV-Nummer, weil wir kommen sicher nachher auch kurz auf LinkedIn und deine ganze Ex-Karriere, so dieses Standardmäßige, wo jeder einschläft, wenn er es hört, diesen einen Spruch oder Satz, den ich gelesen habe, der Grund war, warum ich dich am Podcast haben wollte, den muss ich einmal vorlesen. Das fand ich so geil. A human who's full of flaws. Acknowledges, embraces and works on them and nevertheless awesome. Und dann, as an ex-performance obsessed self-made millionaire and LinkedIn unicorn, now storytelling nomad, authenticity guide, my mission lies in reconnecting people to their inner wisdom and true self. Mic drop. So, das war der Satz, weil mehr oder weniger ohne den Unicorn-Part die Story bei mir sehr, sehr, sehr ähnlich abgelaufen ist und meine eigene Reise, auch der Grund für den Podcast, der Titel von dem Podcast, der Weg zu mir selbst, zu dem wahren Selbst und dann Möglichkeiten anderen Menschen aufzuzeigen, eben überhaupt mal zu erkennen, dass es darum geht und dann dahin zu kommen. Und das hat super stark resoniert mit mir und deswegen freue ich mich da ein bisschen mit dir einzutauchen. Und vielleicht starten wir direkt damit, weil ich weiß, du hast genau wie ich glaube, du hast es gesagt, ein Earth-Shattering Sabbatical gemacht, dein erstes. Ich glaube, du hast zwei mittlerweile gemacht, aber das Genau. in 2014. Vielleicht nimmst du es mal einfach so ein bisschen mit, so helikoptermäßig zu Natalia bis dahin und dann Earth-Shattering, warum Earth-Shattering und dann guck mal, wo wir da tiefer bohren. Das erste Sabbatical, das habe ich mir im Alter von 29 gegönnt. Da war die große 30 so am Horizont und ich hatte das Gefühl, als ob ich alles erreicht habe, was Frau so erreichen sollte. Ich bin ins Ausland gegangen, ich hatte einen coolen Job, wir haben Preise gewonnen, wir waren auf den führenden Titelseiten von Magazinen, ich hatte ein cooles Auto, ich lebte in Dubai, ich war am Wochenende feiern, ich konnte mir Handtaschen und Schuhe kaufen. Es war, oh my God, everything is amazing. Und das sah auch alles total toll aus, aber es hat sich so noch nichts angefühlt. Und da habe ich einfach so den ersten Cut gemacht und mir ein 9-monatiges Sabbatical geschenkt. Und um es in einem Wort zusammenzufassen, habe ich für mich festgestellt, dass ich nicht meine Gedanken bin. Und in diesem Sabbatical ging es sehr viel um Mindset, um mit der Meditation anzufangen, um allgemein sowas. Ich habe so Dinge zum ersten Mal gehört wie NLP oder wie Consciousness oder festgestellt, dass es vielleicht so etwas wie eine Matrix gibt, was auch immer das heißt. So, das war das erste Sabbatical. Das zweite Sabbatical war letztes Jahr. Und da ging es mehr um, was darf ich ablegen, was nicht wirklich meins ist? Was ist wahrhaftige Weiblichkeit für mich? Und ich darf mir wieder erlauben zu spielen und kreativ zu sein, ohne das Ganze monetarisieren zu müssen. Und in diesem Sabbatical habe ich festgestellt, dass ich mehr bin als nur meine Emotionen. Was nochmal, das klingt, wenn man das so sagt, ja, klar. Aber wenn Frau das verkörpert im Sinne von embodied und wenn jede Zelle deines Körpers das verstanden hat, dann ist das eine ganz andere, ein ganz anderer Filter oder eine ganz andere Brille, mit der wir auf die Welt schauen. Ja, so viel zu diesen beiden Sabbaticals. Genau. Und Earth Shattering beziehungsweise Ego Shattering, weil
ich nochmal ganz tief an meine Substanz durfte und insbesondere an meine falsche Identität. Ich hatte einen Großteil meiner Identität aufgebaut auf, sie ist die internationale Keynote-Speakerin und sie lebt im Ausland und sie ist selbstgemachte Millionärin und sie ist ein Eliteneinhorn und sie wird eingeflogen und da, 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 da. Wer bin ich denn, wenn mir das alles genommen wird? Und vor allen Dingen, wer bin ich denn als Frau? Und das war einfach extremst unangenehm. Aber hier hören wir erstmal auf. Geil. du meintest, das ist witzig, das zweite Sabbatical war zu lernen, dass du nicht deine Emotionen bist, jetzt ohne im ersten Detail zu wissen, aber der normale Punkt, wo wir hinkommen, ist so, ich bin nicht meine Gedanken, mal der erste, und dann das zweite war, ich bin auch nicht meine Emotionen, so, ich bin noch mehr darüber hinaus, aber vielleicht mal bei dem ersten bleiben. So, das, was zumindest bei mir auf dem Sabbatical als allererstes vorne stand, bevor ich überhaupt gekündigt habe, das hat 4 Jahre gebraucht, bis ich den Schritt gemacht habe, war Angst. So, also überhaupt nicht mal damit auseinanderzusetzen, oh Gott, was passiert und was bin ich dann ohne und alle Leute sagen, du hast sie nicht mehr alle und jetzt hast du 10 Jahre gearbeitet. So, der Klassiker. Und da würde mich interessieren, aus deiner Perspektive, war genau das gleiche Alter, auf die 30, das war 29, identisch. Was war so der Main Fear, ja, für dich, mit dem du gerungen hast und die du dann mit Sicherheit in diesen 9 Monaten begegnen durftest? Dass ich komplett durchdrehe und mich irgendwo einliefern muss, wo die Leute so weiße Kuscheljacken tragen, wo man sich die ganze Zeit so selbst kuschelt, wenn ich das so formulieren möchte. Liegt aber, das weiß ich erst heute, weil ich mich letztes Jahr ganz viel mit Gene Keys und mit Human Design und so weiter auseinandergesetzt habe, liegt daran, dass das der Schatten meines größten Geschenks ist. Mein größtes Geschenk ist die Vollkommenheit, die Ganzwerdung, sehr viel mit Kreativität und Imagination. Und der Schattenaspekt davon ist eben Psychose. Das heißt, die Angst war gar nicht so unbegründet. Also da war schon etwas dran. Und deswegen durfte ich wirklich unglaublich viel Zeit mit den Gedanken in meinem Kopf verbringen, beziehungsweise lernen, mich davon zu distanzieren, meine Gedanken oder insbesondere meine innere Richterin und das Drama und Chaos und diese Bewertung, die dort stattfindet. Und dieses, oh mein Gott, das hast du schon wieder nicht gemacht. Und der ist aber fett und die ist aber doof. All das, mich davon zu distanzieren und zu lernen, weder mich selbst noch irgendwie andere Menschen zu ernst oder das Ganze zu persönlich zu nehmen. Also das Leben mehr als ein Spiel zu sehen. Aber dennoch, weil ganz viele Leute, wenn ich das sage, denken dann, wie, dann bist du nicht mehr professionell und dann ist dir alles pups egal. Nee, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es geht, dass wir Dinge mit mehr Leichtigkeit und mit kindlicher Neugier, dass wir dem so begegnen. Und ja, wenn wir uns unter größten Angst stellen, also habe ich noch keine Person erlebt oder in mein Leben, ist noch keine Person in mein Leben getreten, die nicht danach gesagt hat, wow, und danach habe ich den Himmel auf Erden gefunden. Oder danach bin ich endlich in das und das Geschenk hineingetreten. Oder danach habe ich meinen Traumjob gefunden, meinen Traumpartner. Ich bin endlich in das Land eingeladen worden, wo ich immer mal arbeiten wollte. Also springe, egal wie grausamst es sich anfühlt. Und wir müssen nicht alleine springen. Wir können immer einen Mentoren, eine Schamanin, einen Therapeuten oder wie auch immer an unserer Seite haben, der professionell ausgebildet ist, beziehungsweise die selbst durch das Ganze durchgegangen ist. Und das macht das Ganze leid, ja. Insbesondere im Deutschen sagen wir immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also why not? Ein typisches deutsches Saying, geteiltes Leid ist wie die Schadenfreude. Ne? Ist schön, wenn andere mitleiden, super. Das schicken wir ja ins Licht. Das Zweite. Agreed, voll agreed. 2 Punkte, die mir da gerade zu kommen. Einmal, ich glaube, Brené Brown hat es gesagt, Vulnerability needs courage. Und überhaupt mal dazu zu sprechen, sich einzugestehen, ich habe da Angst. Es ist nicht so, ich schmeiße jetzt einen Job hin und gehe mal, weil es ist so diese Traumillusion von jedem. Ich reise da 9, 10, 12 Monate um die Welt, ist alles geil und nur surfen und von dem Sport zu dem. Und ja, es kommt drauf an, mit was du dein Sabbatical füllen möchtest. Ne? Bei dir, genau wie bei mir, war es ja mit einem Purpose versehen. Für mich war es wirklich auch die Tagline für mich war, to find my purpose.
So, und das war dann vielleicht unwissentlich sehr hochgegriffen, so, okay, mal gucken, was passiert. Aber das war der only reason. Und die ersten 6 Wochen, das sage ich immer, habe ich mich praktisch jeden Tag in Schlaf geweint. So, weil ich keinen Plan hatte, was ich mache und wie zum Teufel ich überhaupt da hinkommen soll und geschweige denn, wer mir da hilft. Und alles, was ich da vorher geglaubt hatte, was wichtig war, war plötzlich irrelevant, weil ich keine Meetings mehr hatte, musste mich nicht mehr irgendwie beschäftigen mit Dingen und habe einfach mal da gesessen mit mir und mal all dieses angestaute und immer schön unterdrückte Zeug kam alles hochgeblubbert, genau so. Und das war super unangenehm, ja, also mega unangenehm. Und deswegen, was hat dir da, ich habe es komplett alleine durchgezogen, es war auch ein Goal von mir, war so, du lenkst dich nicht ab, du bist gut hier mit Leuten, du machst das ganz allein, wo ist den Campervan, stellst dich irgendwo in den Dschungel und sitzt dann da mit deinem ganzen Schmodder und machst es alleine. Was hat dir am meisten geholfen, da am Anfang durchzukommen, wenn du dich erinnerst? Das habe ich in der ersten Runde so gemacht. Das nenne ich so die maskuline Methode oder die maskuline Art und Weise, es zu tun. Oder wenn sich die Leute an dem Begriff maskulin stören, dann ist es Yang, Yin und Yang. In der zweiten Runde habe ich irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, es darf leichter sein oder es darf nicht so schwierig sein. Und da hat mir insbesondere das Zusammenarbeiten mit anderen Frauen, also in Retreats, spirituellen Retreats, fernab von dem, wo ich lebe, mit Frauen, die auf einer ähnlichen Reise sind, das hat mir enormst geholfen. Insbesondere geführt von einer Frau, die älter, weiser, erfahrener und noch wesentlich intuitiver vorgegangen ist als ich. Die konnte den Raum halten. Ich habe mich gesehen gefühlt. Ich habe mich geliebt gefühlt. Ich habe mich verstanden gefühlt. Und es war so enormst hilfreich zu sehen, dass wir alle diese Problemchen und Wehwehchen haben. Und dass keiner von uns bekloppt ist oder kaputt oder was auch immer unsere innere Richterin oder unser innerer Richter uns erzählen möchten oder Kritiker oder wie auch immer wir das nennen, sondern wir sind alle Menschen. Und offensichtlich gehört dieser Meltdown, dieses Zusammenbrechen, um danach wieder aufzustehen und zu strahlen, zum Menschsein dazu. Oder vielleicht ist das sogar auch einer der Gründe, weswegen wir zurückkommen. Vielleicht ist das ein Teil der Spiel der Seele, die dadurch immer mehr wachsen möchte und noch mehr in diese, ja, göttliche Strahlkraft zurückkommt. Ja. Ich finde die schöne Hypothese, ja. Ist mir auch schon mal durch den Kopf geschossen. das Wort Leichtigkeit würde ich gerade mal rausgreifen wollen, weil zum einen höre ich, und das ist auch, ich weiß, durch deine zweite Sabbatical-Zeit, da ging es um Femininity und wie, okay, ich komme aus einer mehr strukturierten, rigiden, männlichen, maskulinen Art und Weise, mein Business, mein Branding, die Brand, die du aufgebaut hast, bam, 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 hat der Hustle, genau, den kennen wir, wo ich auch lange drin war und dann gemerkt habe, so, anstrengend. Geht schon, aber muss das sein? Richtig. So, genau, und muss nicht sein, aber zum Punkt Leichtigkeit, gerade wenn man sich mit diesen tiefen Themen beschäftigt, wir kommen sicher nachher auch noch kurz zu Tools wie Plant Medicine Psychedelics, aber die Leichtigkeit oder andersrum, die Dunkelheit, die oft kommt, ja, vor allem wenn man mit solchen Werkzeugen arbeitet, die ganz tief reinschauen und die nach oben bringen und eine Phase durchgeht, da würde mich interessieren, wie es bei dir war, die überhaupt nicht leicht ist. Ja, und es ist für mich sehr, sehr schwer war, mich an Leichtigkeit zu halten oder zu orientieren, weil es gefühlt halt alles andere war als leicht. So. Und vielleicht gehört auch diese Phase dazu, ja, wo es nicht leicht ist, so, da ist einfach mal schwer und es ist kacke und anstrengend. Aber wie wichtig es ist dabei, dieses Spiel, und wir hatten Playfulness vorhin gesagt, diese Leichtigkeit zu bewahren. Da würde mich interessieren, wie du da einen Weg für gefunden hast, für dich jetzt gerade vielleicht mit der Reise hin zu mehr Weiblichkeit, stark kommend aus diesem maskulinen Driving Seat, in dem du warst. In dem zweiten Sabbatical hatte ich mir 3 Ziele gesetzt und habe gesagt, okay, das sind diese 3 Aspekte, an denen ich arbeiten möchte. Und ein Teil dieser Aspekte war kreativer Ausdruck. Wirklich das Spielen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mich am Anfang der Woche hingesetzt und habe geguckt, was kann ich denn nicht alles so hier so Schönes machen? Gestalte dein eigenes Parfum. Ja, geil. Nehme ich mit. Habe ich noch nie gemacht. Oder aber mit Acrylfarbe zeichnen. Okay, super. Machen wir. Was gibt's noch? 5 Rhythms
Tanz, Meditation, klingt ein bisschen bekloppt, nehmen wir mit. Das heißt, ich habe mir alle diese Dinge geschenkt, um Spaß zu haben und in die Leichtigkeit zu gehen, hatte aber den Vertrag oder den Deal mit dem Universum geschlossen, dass ich in jeder dieser spielvollen Erlebnisse etwas über mich lerne und dass ich das sehe. Und genau so war es auch. Also als ich zum ersten Mal den Pinsel in der Hand hatte, dachte ich, ich kann das nicht. Oh mein Gott, das ist hässlich. Das wird nichts. Ich brauche Struktur. Ich kann nicht atmen. So, boah, wo kommt das jetzt alles her? Okay, danke, habe ich mir gemerkt. Oder zum ersten Mal beim Tanzen. Ja, aber ich habe keine Choreografie und ich glaube, irgendwie das Top ist zu kurz. Und oh, der hat gerade hier schon ganz lange getanzt und so. Es kam alles hoch und ich konnte es sehen. Und habe dann gesagt, okay, kann ich mich alleine hinsetzen? Und das Ausatmen, also kann ich mich dem stellen, kann ich durch, ja, ich sag mal, durch das Ganze durchatmen und durch das Ganze, also diese Emotionen durch mich fließen lassen, habe ich mittlerweile genügend Liebe in meinem System, kann ich diesen Container bereitstellen, habe ich die emotionale Reife dazu. Und wenn es ging, super. Und wenn ich gemerkt habe, mein Nervensystem ist zusammengeklappt, beziehungsweise ich habe es prokrastiniert ohne Ende, da habe ich festgestellt, okay, das ist offensichtlich eine tiefere Wunde. Das heißt, was für Leute habe ich in meinem Netzwerk? Ich habe hier eine Psychologin, ich habe da einen Therapeuten, ich habe da einen Schamanen, ich habe da irgendjemanden mit einem anderen Titel. Welche Methode hätte ich gerne, damit ich das aus meinem System ziehe? Und dann hatte ich die Person und haben wir uns hingesetzt und die jeweilige Methode angewendet. Und es war nicht schön, es war so, wie du gesagt hast. Da wurde geweint, da wurde geschrien, da wurde gestampft, da wurde gesabbert, da... Es floss aus der Nase und aus den Augen und aus dem Mund. Es war nicht schön. Aber was am Ende rauskam, war schön, war Heilung, war Liebe und war Wahrheit. Und es war vor allen Dingen Alignment. Und es war eine Befreiung aus Mustern, insbesondere Denk- und Verhaltensmustern aus der Kindheit oder aus der Teenagezeit, die mir einfach nicht mehr dienen und die mich blenden dahingehend, dass ich viel zu viel Krieg und Unstimmigkeit um mich herum sehe, anstatt Liebe, Freiheit und inneren Frieden oder Frieden allgemein. Ich komme gerade von einem Wochenende, wo ich 3 Männer begleiten durfte auf einer psychedelischen Reise und die super, super berührend war, die Erfahrung. 3 Stück, die haben sich auch gefunden, hat Sinn gemacht, dass die zusammengereist sind. Mhm. Alle 3 Riesenvaterwunde, Vater nicht präsent gewesen, schwerst traumatisiert in der Kindheit auch, Mutter zum Teil, Drogengeschichten und so weiter. Es war sehr, sehr, sehr traumatisch alles da. Und was ich oft in diesen Gesprächen anfangs mache, und das ging bei mir auf der Reise am Anfang auch so, punkto Leichtigkeit, dieses, das ist ja nicht so schlimm, es gibt nämlich auch die Kehrtwende, wir können das leicht überspielen und sagen, ja, so schlimm war es halt nicht. Und ich sehe das ganz stark bei Männern, mit denen ich arbeite, und so war mein eigenes Mindset auch, schön wegschieben, es war nicht so schlimm, also stell dich nicht so an, mach weiter. Typisches Männerding, glaube ich. Indianer kennt keinen Schmerz. So, das ist es, genau. Und das mal überhaupt zu demystifizieren und zu debunken, zu sagen, nee, Mann, es war beschissen. Und nicht für dich als 45-jähriger gestandener Mann, aber für den 7-Jährigen, dessen Mutter sich vor ihm die Pulsadern aufschneidet, war es ziemlich beschissen. So. Und diesen Language Gap auch hinzukriegen von, du verstehst es vielleicht kognitiv, aber der Weg zum Gefühl hin und es zuzulassen, um, wie du sagtest, aus dem System ziehen zu können, die meisten Männer glauben halt, ich kann diese emotionalen Themen mit meinem Kopf lösen, es funktioniert nicht, ich werde nicht müde, das hier zu sagen, es geht nicht. Danke, dass du das gesagt hast. Oh mein Gott, ja, es ist so wahr. Es geht nicht, das falsche Werkzeug, um dieses Ding an die Wand zu hauen. Und deswegen, ja, will ich es auch so ein Stück weit hier reinbringen in den Raum, zu sagen, es ist auch ein leichtes, das zu überspielen. Und da ist es wichtig, glaube ich, ein richtiges Mittelmaß zu finden, nicht in die komplette Opferhaltung zu fallen, zu sagen, oh Gott, ich komme da nie wieder raus, aber auch nicht zu sagen, es war nicht schlimm. Und im Endeffekt, der Prozess, und das habe ich jetzt selber gelernt, dein Körper speichert eh alles, du musst es gar nicht verstehen, ja, sobald du in den Raum eingeladen wirst und die Nervensystemregulation passiert und dein System macht das von ganz alleine, du musst da nicht viel zu tun. Ja. So, deswegen musst du es auch nicht wissen und vorher wissen, was es aber braucht, ist
die Bereitschaft, den Mut und den Willen, da hinschauen zu wollen. Und das bedarf, dass du dir deiner selbst bewusst wirst, ja, im ersten Schritt, und einen Grund hast, warum du es überhaupt tun sollst. Ja, weil wenn das Fancy Life shiny ist und in Dubai und Gucci, Prada und Co. und dann bist du am Wochenende feiern, ich habe es gleich gemacht, war mehr in den Staaten als in den Emiraten, aber same, same. Ja. So, irgendwann kommt der Punkt, wo halt du in dir drin verorten darfst, wenn du es noch spüren kannst und nicht mit dem Alkohol bedrängst, irgendwas fehlt. Es ist auch mehr so ein, wie ein Flüstern als ein Schreien, ein that's not it. So. Und da würde mich interessieren, wie du es beschreiben würdest in deinen Worten, was dich zu diesem gekitzelten Punkt gebracht hat, zu sagen, nee, ich brauche ein Sabbatical. Ich habe bei mir insbesondere letztes Jahr unglaublich viel Aggressivität festgestellt. Also es war ganz viel unterdrückte Aggressivität, es war Rage. Und ich bin an so einem Punkt angekommen, an dem ich dachte, wow, ich könnte der Person echt an den Hals gehen oder ihn oder sie nehmen und vom Balkon schmeißen. Und ich dachte, das ist echt ein kranker und furchteinflößender Gedanke. Okay, ich bin zwar nicht meine Gedanken, aber da ist ja nicht nur ein Gedanke hinter, sondern da ist dieser Vulkano an. Und das muss irgendwie sich ausdrücken. Und ich dachte, wieder, da war ich wieder in so einem Moment, wo ich vollkommen verwirrt war und nicht wusste, was soll ich jetzt tun? Und ich glaube fest daran, dass die Seele im Herzen sitzt und dass sie flüstert. Und das war bei mir wirklich so, dass wie so eine kleine blaue Flamme. Für mich ist die Seele so eine kleine blaue Babyflamme. Die sitzt so im Herzen und die macht so, Mensch, hör mal zu. Nicht so viel Laut und Ablenkung. Hör mir mal zu. Und die hat gesagt, spring. Also mach die Veränderung. Gib dich vollkommen hin im Sinne von Surrender. Ich weiß, dass die Angst einjagt. Mach es. Solange du dein Urvertrauen wieder aufbaust und solange du deinem Herzen folgst, wird das Ganze auch. Das war so die Nachricht, die mir geflüstert worden ist. Und obwohl ich Angst davor hatte, wusste ich, dass wenn ich ganz, 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 ganz tief in mich hineinfühle, dass das wahr ist. Das heißt, ich habe bei mir, obwohl ich all diese Schichten an Konditionierung hatte und all den Schmerz und all die Traumata und wie auch immer, ab und zu kommt halt die Seele aus diesem ganzen Gewusel hoch mit einer Nachricht. Und offensichtlich war ich in dem Moment offen genug, um das Ganze zu hören oder zu empfangen. Und als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt, ja, es ist halt die Wahrheit. Klingt bekloppt, ich kann es nicht zuordnen, vielleicht bin ich verrückt, ist ja vollkommen egal, fühlt sich richtig an. Mein Leben, mein Job, meine Beziehung momentan ist alles. Deswegen, so what? Hier, zweiter Stoppknopf oder Reset. Nochmal. Runde zwei. Ich finde es schön, dass du zweimal auf Sabbatical bist. Das ist auch vielleicht so ein Ding, was man direkt mal reinbringen kann. Also ich habe so das Gefühl, Leute glauben, es macht man einmal im Leben und es ist halt das Sabbatical. Aber wie wäre es, wenn wir das umschreiben zu, das ist eine Auszeit für dich, um dich wieder mit dir zu realignen, und das kannst du so oft machen, wie du möchtest. Bestenfalls machst du es im Jahr, jedes Jahr. So, siehst du auch so? Ja. Ja, also ich meine, das ist letzten Endes ein Ritual für dich. Es ist ein Geschenk. Und wenn du das einmal alle 6 Monate brauchst oder einmal alle 2 Jahre, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde es auch Geschenk nennen, tatsächlich. Also es war das bis dato, danach hat sich stark verändert, aber bis dato größte finanzielle, zeitliche, emotionale, alles Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe, mit den größten Früchten, die danach geerntet werden durften. Und es hat wirklich alles verändert. Aber es war der Pivotal Moment, wie man so schön sagt, ja, diesen ersten Schritt zu machen. Ich werde nie vergessen, wie ein Kumpel von mir damals meinte, weil ich ihm die ganze Zeit auf die Nerven gegangen bin und gedacht habe, boah, ey, was muss ich... Es gibt bestimmt noch ein Buch, irgendein Hack, irgendwas, was ich noch nicht habe. Ich hab's zwar schon alles, aber bitte komm, du kennst es bestimmt. Und er nur meinte, nee, du hast ein ganz anderes Problem. Du hast Angst und du willst die Angst lösen, indem du dich da durchdenkst, und das funktioniert nicht. So, du musst den ersten Schritt machen und mit jedem Schritt auf die Angst zu wirst du weniger Angst bekommen. Und das Ding hat gesessen, und dann bin ich an dem Tag noch an Rechner, habe mein Ticket gebucht und dann ging's los. So. Aber es war eine abenteuerliche Reise. Und
für mich mit so vielen Geschenken, dass ich unter anderem jetzt Podcasts mein Tun nennen darf und mit so geilen Leuten wie dir solche Gespräche zu führen. Und das habe ich bei dir auch rausgelesen, dass von LinkedIn Ambassador und Coach und Personal Branding und bam, 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 der Modus hin zu jetzt deine Arbeit, die sehr viel mehr für mich auch, wie ich dich spüre in den Interviews etc., mehr Authentizität steht sehr viel mehr vorne. Und deinen eigenen Weg, ganz ehrlich, anderen Menschen auch darzulegen und nichts zurückzuhalten. Und das würde mich stark interessieren. Kommend von einem Business, wo LinkedIn, alles fancy, shiny und wir müssen ja hier die Top und alles ist hochbrilliert, muss super aussehen, dann werden die Leute drauf anspringen, so zumindest das Mindset von vielen, hinzu, du bist jetzt ganz raw und ehrlich und vielleicht deutlich messier als davor, vielleicht nicht mit Bullet Points und das, sondern einfach so mehr du. Ist es zuträglich zu deinem Business oder weniger und was macht es mit dir, so jetzt deine Arbeit machen zu dürfen oder zu können? Ich hatte wahnsinnige Angst, dass wenn ich mich weiblicher zeige, chaotischer, emotionaler, intuitiver, spiritueller und was auch immer alles, dass die Leute mir wegfallen, dass die 110.000 Follower, dass die alle sagen, bah, und gehen und wie auch immer. Also mein Verstand hatte wieder wahnsinnig viele tolle Geschichten und Horror- und Dramaszenarien. Und die habe ich immer schön zur Seite gestellt und habe gesagt, guckst du, wir warten einfach mal und wenn es soweit ist, dann können wir da immer noch interagieren. Ich glaube, es wird nicht so dramatisch sein. Und mein Verstand so, und ich sehe dich, vertrau mir. Ja, okay, gut. Wir haben uns darauf geeinigt, ich mache einfach, aber ich mache es, wie soll ich das sagen, so Stück für Stück. Also ich gehe jetzt nicht sofort rein in einem weißen Kleid mit, ich weiß nicht, geflochtenem Haar und ganz viel Federn und singe Mantras auf Sanskrit oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen krass, so dieser Übergang. Aber es war ein sanfter Übergang und ich teste mit jedem Post, mit jedem Tag, mit jeder Woche, wie sehr kann ich die Komfortzone meiner Community stretchen und habe dabei einen Heidenspaß. Und mein Ego oder mein Verstand fühlt sich sicher dabei. Das heißt, da haben wir einen wunderschönen Kompromiss gefunden. Und um die zweite Frage zu beantworten, meine Community findet das super. Es sind, ja, es sind welche gegangen, aber es sind viel mehr gekommen. Das heißt, wir waren nicht plus minus null, sondern wir sind sogar ins Plus gegangen. Und meine Arbeit jetzt ist so viel leichter. Also ich hatte vorher das Gefühl, als ob ich meine Kunden den Berg hochgeschoben habe oder hinter mir hergezogen habe und es hat Energie geraubt. Und das mache ich einfach nicht mehr. Also ich bin auch sehr viel ehrlicher in der Kommunikation mit den Kunden selbst und sage, ganz ehrlich, das macht mir keinen Spaß mehr, meine ich mehr. Ich kann dich da aber an wen weiterleiten. Oder aber wir gehen tiefer und wir gehen an die Substanz des Problems, was sich ja letzten Endes nur in deinem LinkedIn manifestiert, in deinem LinkedIn-Auftritt. Aber dann haben wir das Kernwehwehchen raus und dann können wir auch ein bisschen über, keine Ahnung, Hashtags sprechen oder über Content-Strategie. Aber du musst gewillt sein, einmal mit mir in den Schmerz reinzugehen. Und da sind wir wieder beim Thema Leichtigkeit und Fluss. Also auch da wieder sprengen, denn das, was am Ende auf dich wartet, ist so viel mehr Energie. Und du bist so viel mehr im Für, also im Fluss, als gegen und energieraubend. Ja. Was macht für dich wahre Authentizität aus? Wahre Authentizität ist für mich, wenn ich mein Bestes gebe, so zu sein, wie ich wirklich bin. Also wenn ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs bin oder auf einer Party, ist ja meistens so, dass in der Küche die coolsten Leute abhängen und so. Oder dass ich das Gefühl habe, ich kann ich sein und ich genieße meine Zeit und ich fühle mich besser, beziehungsweise ich fühle mich dadurch inspirierter, aufgeladener, ich fühle mich motivierter. Das heißt, es gibt ein Plus und nicht ein Minus. Es gibt, also wir sind mit der Energie, wir sind im Einklang, wir tragen zu etwas Höherem bei und alle Beteiligten haben Spaß daran, beziehungsweise kommen mit einem Win-Win-Win aus der ganzen Sache raus. Das heißt, alles, was positiv ist, in Anführungsstrichen, da ist für mich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Menge Authentizität in
diese Energie, in dieser Diskussion, in dieser sozialen Situation. Ja. Für mich kommt ganz stark auch das Thema Fühlen mit rein. Überhaupt mal die Fähigkeit zu besitzen, sich selbst zu spüren, wie du vorhin schon meintest, diesen Container aufzubauen und sagen zu können, ich fühle, was da abgeht, und kann das dann expressen, und zwar in einem authentischen Movement mit dem Leben. Also es passiert etwas, in mir, und ich kann es ausdrücken, ohne es verändern zu müssen. Authentisch, so wie es halt ist. Und da kommt so viel mit rein in der Lernkurve bezüglich Gefühle, überhaupt mal erkennen, dass ich sie habe. Ja, so dann sie zuzulassen und die Angst zu überwinden und dann den Ausdruck zu finden und so weiter. Und dann zu merken, wie ich plötzlich auf andere Menschen wirke, wie ich andere Dinge anziehe, Menschen, Gegebenheiten, Situationen etc. ist alles von alleine passiert. Und Leichtigkeit ist schön, dass wir wieder darauf kommen, weil es sich für mich genauso anfühlt wie, ja, the universe got your back. Ja, sobald du selbst bist und das wirklich nach außen trägst, werden dir wie so die Steine aus dem Weg geräumt. Und so schnell? So schnell. So schnell. Weißt du, dann hast du dich ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre davor gedrückt, ist es raus und nach 3 Tagen so ba, 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 und du denkst so, wow, ich bin gesegnet. Klingt jetzt kitschig, ist aber so. Ganz ehrlich, genau so ist es. Und teilweise fühlt sich ein Jahr jetzt an wie, also ich freue mich jetzt auf den Jahresabschluss. Ich werde in Thailand sein und werde dann mal wirklich eine Woche einfach nur zum Reflektieren nutzen und mal so überlegen, boah, ist dieses Jahr schon wieder passiert? Und wie oft ich mir diese Frage stelle und mal überlege so, das Leben war schon davor super schnell, aber jetzt, seitdem diese innere, tiefere, transformative Arbeit passiert, ist es wirklich so, wie jeder Tag ist gefühlt, also life-changing, kann man fast sagen. Es ist so viel, was passiert. Mhm. Aber einfach, weil einfach sehr viel mehr bewusst wahrgenommen wird, schon davor die ganze Zeit passiert ist, aber ich halt so rumgelaufen bin mit Scheuklappen und habe das einfach nicht wahrnehmen können. Mhm. Deswegen, ja, schön, dich so zu spüren, wie du bist. Ja? So. Ebenso. Danke. Die Frage an dich, wer bist du denn wirklich? Wer bin ich denn wirklich? Eine Seele in einem menschlichen Körper, die durch diese irdische Erfahrung geht, um ganz bestimmte Dinge zu lernen. Was hast du denn in letzter Zeit über dich lernen dürfen? Was habe ich in letzter Zeit über mich lernen dürfen? Puh, ich habe lernen dürfen, dass ich eine ganz tiefe Wunde hatte, im Zusammenhang damit, dass mein Nein nicht akzeptiert worden ist. Und im Englischen sagt man ja immer Primary Caretaker. Wie würdest du das nennen? Deine Eltern? Irgendwie sowas? Die Leute, die ich erzogen haben oder auch erzogen haben? Du sagst der erste Erziehungsberechtigte. Ja, der aber erste genau. Erziehungsberechtigte. Irgendwie sowas. So. Ja. Dass offensichtlich der erste oder die erste Erziehungsberechtigte, dass ein Teil meiner Familie offensichtlich meine Neins nicht als Nein akzeptiert haben. Und ich offensichtlich in meinem Unterbewusstsein irgendwann abgespeichert habe, oh, offensichtlich heißt Nein ja. Und das ist halt offensichtlich so, dass alle mir meine Energie saugen dürfen und alle mit mir arbeiten können und alle meine Zeit bekommen und auch einige das total okay finden, mich nicht zu bezahlen. Und dass so ganz viele dumme, eklige, komische Sachen passieren, weil offensichtlich Nein gibt's ja nicht. Also alles, was auf mich zukommt, das muss halt offensichtlich so, weil das so vom Universum kommt. So, und jetzt habe ich in der Sitzung mit einem Therapeuten, Psychologen, bin ich nochmal reingegangen in diese Kernwunde, habe das nochmal emotional aufgearbeitet, durchlebt, habe gelernt, auf einer ganz anderen Ebene zu mir zu stehen und zu verstehen, was ein Nein heißt, um das mit Anmut zu artikulieren, habe mir so meine Visualisierungsmethoden oder so meine Anker gesetzt, damit ich für den Fall, dass ich in das alte Muster zurückkehre oder merke, ne, ist es da. Und das war vor weniger als einer Woche. Und ich war so überrascht, in wie vielen Situationen ein Nein
in so einer Klarheit rauskam und so ganz natürlich und wie die Leute darauf reagiert haben und wie ich darauf reagiert habe. Ich dachte so, ups. Und es fühlt sich so gut an. Also ich habe zum Beispiel, um das auch abzurunden, ein letztes Beispiel davon, hatte eine potenzielle Kollaboration anstehen. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben 45 Minuten lang verhandelt, was ich will und was ich nicht will. Und bis ins jede kleinste Detail gegangen und gesagt, ja, aber das will ich nicht und das fühlt sich komisch an und das fühlt sich noch nicht richtig an und da weiß ich nicht und das heißt das überhaupt, blalalalala. Alles, was ich vorher als total irrational oder zu weiblich oder pingelig oder was stellst du dich denn so an? Sei doch mal ein bisschen tougher. Warum willst du überhaupt so viel? All das komplett raus aus meinem System und ich habe mir erlaubt, genau das zu sagen, was ich möchte und genau da die Grenze zu setzen, wo es sich für mich richtig anfühlt. Und die Gegenpartei hat das akzeptiert. Das war für mich, das war, als ob du mir erzählt hättest, dass das in einem ganz bestimmten Wald, wenn du da hingehst, an einem Donnerstag um 19 Uhr, da siehst du Einhörner. So, was? So hat sich das angefühlt. Geil, weil die Energie, die einen Nein trägt, ist ja auch Wut. Und weil du es auch vorhin hattest, vorhin, ich könnte den Leuten an den Hals springen und woher kommt das alles? Ja, so wie auch da bei so vielen Dingen, ja, gucken zurück in die Kindheit, lernen, ein Nein gab es nicht. Ein Nein wurde zu einem Jein oder zu einem Ja. Immer wenn ich eigentlich Nein meinte, musste ich Ja sagen. Und da steckt halt die Energie von Zorn, Wut und Grenzen ziehen drin. Und wenn die halt nie erlaubt wurde, wo sollen wir es können und gelernt haben, ist nicht da. Genau. Und dann zeigt sich es einfach in deinem Leben. Und dann trampeln die Leute drüber und es gibt halt einfach, muss halt akzeptiert werden. Ist halt so und zack, ist immer wieder in dem Life is happening to me. Scheiße. Richtig. Poor me. Oh mein Gott. Richtig. Opfer. Richtig. Und der ist schön, weil das Nein ist echt ein, also ist jetzt, glaube ich, jeder muss da mal durch, wenn das nicht von sich auch schon so vehement verinnerlicht hat, aber dann ist natürlich auch die Tendenz oft da, so es gibt nur ein Nein und da gibt es keinen Spielraum für was anderes, aber wenn dieses trotzige Ja-Nein noch nicht integriert ist, damit reinzugehen, was da an Energie freigesetzt wird und es ist schön zu sehen für mich auch, wenn ich bin gerade in einem sehr ähnlichen Prozess, deswegen muss ich da gerade drauf eingehen, es kommt gerade, weil ich eine ehrliche von innen gemeinte Äußerung zu einem klaren Nein, einfach einem klaren Nein. So, that's it. Ich möchte das und das nicht. Muss auch nicht laut werden oder irgendwas. Es ist einfach nur bestimmt die Grenze gezogen. Mhm. Wie klar und direkt das ankommt und wie auf einmal so die andere Seite verstummt und dann gibt es nichts mehr dagegen zu sagen. Es ist einfach so, that's the final answer. Punkt. Mhm. So. Mhm. Und wie befreiend es ist und bei mir auch im Prozess, weil bei mir ging es ähnlich, gab kein Nein, ja, die Wut, kein Platz. Mein ganzes Nervensystem in diesen ersten Momenten zittert, schüttelt, rüttelt und denke mir so, oh Gott, und jetzt ist alles vorbei. Der Deal platzt, wird niemand mit mir mehr sprechen, ich werde verstoßen. Das volle Programm, einmal runter bis zum Kleinkind, genau. Ja. Und es dann trotzdem zu tun, das ist immer wieder beim Mut und dem Gefühl, dass es dann einstellt. Bei mir war es danach so, ich bin durch die Stadt gelaufen und dachte mir so, boah, 5 Zentimeter gewachsen, fühlt sich richtig nice an. Absolut, absolut. Und bei mir ist es dann wirklich so eine, fast so ein Halo-Effekt. Die Leute strahlen so. Wenn ich mich mit Leuten treffe, dann sagen die sowas wie, was hast du gerade gesagt? Sorry, du strahlst so, dein Mund bewegt sich, aber ich bin gerade nur am Aufsaugen deiner Energie, also im Sinne von deiner Präsenz. Das ist so, danke für das Feedback. Number one tip to be sexy and attractive, be authentic. So, ja, also einfach, wenn du es ausstrahlst und wirklich ownst, was da drin in dir passiert, es gibt, glaube ich, nichts Anziehenderes, Magnetisierenderes, wenn es das Wort gibt, als das. Voll schön. Ja, attractive, attract, anziehen. Mhm. Yes. Das steht doch schon da drin. Weil du es vorhin meintest, die Schublade, die auch aufgeht, wenn wir uns da reinbegeben und dann wird es auch mal dunkel und hässlich. Mhm. Dark Night of the Soul und dann gibt es den Therapeuten, den Arzt und die Helferlein, die es gibt. Wir hatten ja vorhin so gesprochen, wir dürfen es auch hier erwähnen. Du hast auch mal in die Schublade der Medizinarbeit gegriffen. Mhm. Magst du daraus was teilen, was hier vielleicht
zum Kontext passt und wo du sagen würdest, weil mir ist es ein Anliegen, ich komme aus der Businesswelt, ich will dieses Thema vor allem da reintragen und raus aus dieser Spiritual, weißt du, diese ganze Pseudo-Bubble, wo einige so, oh Gott, ja, diese ESO-Nummer, da hör mal auf mit dem, sondern warte mal, wir reden über Bewusstseinstechnologien und Werkzeuge und die helfen dir wie nichts anderes, da reinzugucken, wenn du es richtig einsetzt. Und da möchte ich gerne mehr Awareness schaffen in diesem Business, in der Businesswelt, weil ich glaube, da brauchen wir es am meisten, weil so viel aufzuräumen ist, ja. Und da würde mich interessieren, gerade aus deinem Business kommend und jetzt eine andere Art von deiner eigenen Brand und deiner Authentizität ins Business bringend, was dir da die Arbeit mit Pflanzen auch gezeigt hat und wie sie dir geholfen haben. Mhm. Also ich habe vor Jahren mal an einem Retreat teilgenommen, das ging so 3-4 Tage oder ein Wochenende. Und in diesem Land war das Arbeiten mit Pflanzenmedizin im Rahmen eines spirituellen Kontexts legal. Und da dachte ich so, das finde ich ja sicher. So, schön war, dass das Ganze vorbereitet worden ist. Also bereits, ich glaube, 2 Wochen oder 10 Tage davor durften wir meditieren und kein Fleisch essen und ich glaube, uns fernhalten von irgendwie Gewalt und wie auch immer und haben auch schon ein bisschen über das Thema gelernt. Und das Retreat selbst war unglaublich gut vorbereitet. Wir waren, ich weiß gar nicht, knapp 20 Leute. Es war von Anfang an eine Ebene oder eine Atmosphäre. Wir können einander vertrauen. Wir wissen, alles, was hier passiert, bleibt hier. Und die Schamanin, die hatte ganz tolle Unterstützung. Ihr Partner war mit dabei und eine Freundin. Und die waren auch beide Musiker. Und das Ganze war mit so viel Liebe und Unterstützung aufbereitet. Ich fand es wahnsinnig schön. Also, dass vorher alles erklärt worden ist, dass wir nachher auch drüber sprechen konnten, dass immer Begleitung da war. Und das ist meines Erachtens extrem wichtig, dass wenn wir uns auf diese Reise begeben, beziehungsweise mit diesen Substanzen arbeiten, das wird manchmal auf Social Media so dargestellt wie, yo, Party Tripping, ich bin im Universum und ich sehe Katzen, die DJen auf einer Pizza, yo. Nein, es ist keine Party. Ja, du wirst vielleicht interessante Dinge sehen und vielleicht kriegst du auch einen Lachflash. Aber in jeder dieser Sitzungen, so habe ich es wahrgenommen, geht es wirklich ganz in deine Tiefe. Und um einfach nur mal eine der unterschiedlichen Szenen hochkommen zu lassen oder zu teilen, die ich erst viel zu spät verstanden habe, aber mittlerweile verstehe. Es gab eine Szene, da war ich auf einmal auf einer kleinen Party und da war auf einmal Mutter Teresa und Martin Luther King und Einstein und alle diese Menschen, die irgendwie in dieser Welt etwas verändert haben. Und die tanzten so ums Feuer und ich dachte so, oh mein Gott, ich kann mit ihnen Zeit verbringen, total super. Ich werde ihnen alle Fragen stellen und sie werden mir den Schlüssel zur Weisheit geben. Und auf einmal fingen die alle an, also das ist diese Szene, die ich, wie gesagt, visualisiert, gesehen habe, durchlebt habe, wie auch man das nennen möchte. Auf einmal fingen die an, sich alle nackig zu machen und fingen an zu singen. Und ich dachte, oh Gott, ist das peinlich und unangenehm und was passiert hier? Und dann habe ich einfach irgendjemand auf die Schulter geklopft und meinte, hallo, ich bin hier, um von euch zu lernen, ist mir gerade total unangenehm. Aber ich stelle jetzt mal die Frage, was muss ich denn tun, um den größten Impact zu haben auf der Welt? Und dann haben sich alle umgedreht und haben mich angeguckt. Ich dachte so, oh mein Gott, all diese Weltführer nackig. Okay, ich halte das aus. Und die haben alle dann in so einem Art Chorus, in so einem Art Lied oder in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Lied, Sprechgesang gesagt, Think Natalia has to die. Think Natalia has to die. Think Natalia has to die. Und ich vollkommen in Panik verfangen. Ich will nicht sterben! Hab die Augen aufgerissen, so. Keine Ahnung. Aber letzten Endes, also ich konnte damit nichts anfangen. Und deswegen ist bei solchen Sitzungen extrem wichtig, dass das vorher vorbereitet wird und nachher nochmal mit jemandem, der geschult ist, dass das nochmal aufgearbeitet wird. Was meinten die? Das weiß ich heute erst. Ja, die Marke Think Natalia has to die, muss sterben. Das ist ja genau das, was letztes Jahr passiert ist, weil ich nicht Think Natalia bin, sondern Natalia. I am Natalia. Mein Business damals war viel zu kopflastig und viel zu rational. Und meine Kraft, ich trete meine Kraft, wenn ich mehr bin und wenn ich das Weibliche und Maskuline miteinander kombiniere.
Ja, wahnsinnige, unglaubliche Einsicht, aber ich brauchte Jahre, um das wirklich zu verstehen, weil ich diese Nachbetreuung nicht hatte. Ja. Wow, hab mir überlegt, woher der Think Natalia Has to Die kommt, aber wenn es dir Einstein nackt gesagt hat, dann ist es schon was. Dann muss es wahr sein. Oh, nice. Mit was bist du gereist? War das Ayahuasca? Das war Ayahuasca, genau. Ayahuasca am ersten Tag und am zweiten Tag hatten wir Peyote und San Pedro. Ja, geil, hast du Mama und Papa, hast du geile Kombination richtig gemacht, richtig schön. Haben wir alle mitgenommen. Alle mitgenommen, sehr geil. Ja, super wichtig, ich stresse das hier immer und es geht hier immer um Integration, wenn wir dazu reden und wie wichtig es ist, das zu verstehen. Es ist kein Spaßkonsum, den wir hier wollen mit, sondern wenn wir es ernsthaft einsetzen, ist es ein so effizienter Weg, deine Psyche zu erkunden, wie du es sonst nicht machen kannst. Du brauchst dafür sichere Räume, die richtigen Leute, die Ahnung davon haben, etc. Auch schon diese Räume gegangen sind, weil sie dich nur führen können dahin, wo sie selbst schon waren und ganz viele andere Dinge. Und dann vor allem die Nachbetreuung, um das zusammenzusetzen. Und bei dir hat es gefehlt. Jetzt weißt du es. Du hast gesagt, Think Natalia war es. Hätte man meinen können, nach dem ersten Sabbatical wird es oder die Zeit danach wird es zu viel Natalia. Dann hast du gesagt, ich bin auch nicht meine Emotion. Und jetzt bist du Natalia. Du. Punkt. Ich bin Punkt. Ich. Ich bin. Ja, sehr schön. Das passt gerade auch gut rein. Dieser Glaubenssatz von vielen Unternehmern, die ich kenne, mit denen ich spreche. Ja, scheiße, wenn ich jetzt anfange, Pilze zu nehmen oder mich in so, mit sowas auseinanderzusetzen, dann werde ich zum Hippie, ziehe nach Bali und will kein Business mehr machen. So, ja, nicht. So, die, ich auch genau, durch. Genau, so die, oh, wo, der Drive ist weg, ich will ja und so. Vielleicht kannst du dazu zwei Sätze sagen, die dir kommen. Ja, absolut. Er war eine der realsten oder war real für mich. Und ich sehe das immer so. Wenn wir in einem Extrem sind, also zum Beispiel äußerst wütend, dann, weil wir das so lange gelebt haben, geht das Pendel auf die ganz andere Seite und das ist das Gegenteil von Wut, keine Ahnung, Frieden. Vielleicht wollen wir dann nur Frieden und wollen einfach endlich mal für Tage, Wochen, Monate nur diesen Frieden leben. Aber dann merken wir nach einer gewissen Zeit, wenn unser Container, so unsere Tupperdose oder wie auch immer, unser Glasgefäß an Frieden aufgefüllt ist, so in die große, weite Welt hinaus wäre auch wieder schön. Und dann fangen wir an, unsere Balance und innere Mitte zu finden. Ich glaube, wir sind immer alles beides. Also diese Welt hier, 3D, ist Dualität. Und es geht darum, eine für uns gesundere Mitte zu finden. Aber wenn wir vorher immer in einem ganz bestimmten Extrem waren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir für eine kurze Zeit temporär in das andere Gegenextrem fallen und dann nach einer Zeit wieder zurückpendeln. Also ich habe eine Menge Zeit auf Bali verbracht, nach Dubai. Ich habe eine Menge nicht gearbeitet. Und ich habe für mich verstanden, dass wenn wir unsere höchste Gabe, unser höchstes Geschenk gefunden haben, wenn wir nicht intellektuell verstanden haben, was Liebe ist, sondern wenn wir verstanden haben und verkörpern, dass wir Liebe sind, gibt es einen natürlichen Drive, ein Ziehen, was dich irre werden lässt, wenn du es nicht tust. Und das ist eine Einladung, dich, deine Geschenke, das, was du anbieten kannst, mit der Welt zu teilen, egal ob du dafür bezahlt wirst oder nicht. Das ist meines Erachtens eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Das heißt, du kannst so viel trippen und Pilze nehmen, wie du willst. Du wirst, auch wenn du ins Extrem verfallen solltest, was unwahrscheinlich ist, wenn du dir jemanden an die Seite holst, der als Spiegel dient oder dich mentort oder begleitet, du wirst irgendwann das Bedürfnis haben, das, was du gelernt hast, mit anderen teilen zu wollen. Und am Ende kommt höchstwahrscheinlich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin raus, die wesentlich mehr Geld anzieht, durch weniger Arbeit, authentische Kernwerte hat, und das Ganze im Einklang macht mit Mutter Erde oder mit unserer Umwelt und anderen Leuten zeigt, wie es geht. Also, was ist daran nicht erstrebenswert? Das hat richtig schön rein vibriert. Das war sehr gut gesagt. Ja, vielen Dank dafür. So meine Worte. Und ich komme da immer auf dieses Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, find something you love and you'll never have to work a day in your life again. Und dann sein Nachfolger gemeint hat, das ist ein Scheißsatz, das stimmt nicht, weil find something you love and you will never have worked as hard as
that before, but the tools in your hand will feel light. Und so hat es sich für mich auch angefühlt, so dieses, okay, ich arbeite immer noch, wahrscheinlich mehr als davor, weil es irgendwie auch gar nicht mehr so den Unterschied macht, weil ich das tue, was ich liebe, und das heißt, es passiert die ganze Zeit irgendwie. Aber es ist ein mehr gefüllt von, wie du es schön gerade sagtest, von so einem inneren Ziehen oder so einem dem Ruf, der dann dich praktisch anschiebt und einfach dieses Natürlichste in uns aktiviert und sagt, jetzt sei du selbst und schenke dich, verschenke dich. So geh in die Verbindung und zeig anderen, wie es auch geht, und dafür bist du hier. Und dann einen ganz individuellen Ausdruck da drin zu finden mit deinen Geschenken, das ist genau die Reise, auf die es geht. So. Wunderschön gesagt. Stimme ich absolut zu, ja. Sehr schön, sind wir uns einig. Nicht nur bei dem Punkt, das freut mich. ich weiß, du hast ein busy schedule, wir haben nicht mehr lange Zeit, aber der letzte Punkt oder so zum Abschluss vielleicht, zwei Punkte, die mich interessieren noch. Das eine ist die Versuchung auf dem Weg, wenn ich es jetzt mal den spirituellen Weg nenne, ja, also du beschäftigst dich mit dir, erkennst, wow, Glaubenssätze, Traumata, Konditionierung, all das, Kopf ins Gefühl, Kopf ins Herz, machst das alles, arbeitest da durch, lernst super viel über dich, alles geht zack, 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 so wie wir es besprochen haben, und dann kommt der Punkt, wo du merkst, okay, ich ziehe mehr an als davor mit weniger Arbeit und es kommt mir alles so zugeflogen, und jetzt die Versuchung, die dann kommt, was mache ich mit diesem mehr Geld, Macht, Ruhm, Publicity, was auch immer dann mit einherkommt, und diese Dark Forces, die so wieder ziehen und dann von dir irgendwas wollen und mehr, und wie du da für dich, ich glaube, du hast das in irgendeinem Post auch geteilt, wie du da für dich vielleicht mal reingefallen bist und dann wieder rausgesprungen bist, so die Balance oder die Klarheit da drin auch zu sehen. Ja, ich werde natürlich jetzt auch häufiger mal angeschrieben von so Leuten, die sagen, ja, und du brauchst unbedingt, ich weiß nicht was, ein Audiobuch, und kannst du gestern oder heute, habe ich eine Nachricht erhalten auf LinkedIn von jemandem, die meinte, kannst du pro Tag 15 Kundenanrufe handeln? Und ich dachte so, oh Gott, wie eklig, 15 Kundenanrufe, wow, das habe ich auch nicht mal im Monat, das will ich auch gar nicht im Monat haben. Ich habe für mich festgestellt, mit Kunden, ich hätte gerne einen Kunden, 9 Kunden pro Woche, das reicht mir, ein toller Kunde pro Woche, please. Das heißt, ich glaube, dass das Universum immer wieder testet und so Sachen anbietet, wie du gesagt hast, the dark side kommt in die Ecke und sagt, ja, bist du dir sicher, bist du gefestigt in the force? Und dann geht es, also das ist das zumindest, was ich mache. Ich horche in mich hinein und stelle mir die Frage, möchte ich das wirklich und was ist der Preis dafür? Und dadurch, dass ich jetzt so viel mehr Leichtigkeit, Fluss und Genuss in meinem Leben habe und das wirklich genieße, also ich sehe jünger aus, ich habe mehr Energie, ich habe endlich mehr Zeit für so Dinge, die ich vorher nie gemacht habe oder nicht, viel zu wenig gemacht habe. Kochen, jeden Tag ausschlafen, singen, tanzen, meditieren, einfach spazieren gehen. Das ist das echte Leben. Also ich glaube, dass, na andersrum, ich weiß, dass unser Beruf, auch wenn wir ihn lieben, dass Kunden dienen oder anderen Menschen helfen, natürlich ist das wahnsinnig erfüllend. Und das ist ein Teil des Lebens. Es ist nicht, dass ich die ganze Zeit arbeite und rette und helfe und wie auch immer. Ich bin auch gar keine Retterin mehr. Nee, ich lebe mein eigenes Leben. Ich ziehe mein Ding durch und ich gehe so auf meinem Weg so zur Vollkommenheit, zur Ganzwerdung. Und wenn da mal jemand an der Seite steht und sagt, hallo, ich brauche Hilfe, sage ich, okay, cool, ja, kriegen wir hin. Was, Monat, 3 Monate, 5 Monate? Okay, yo, ich nehme dich mit. So, und dann nehme ich die mit und dann gehen die ihren eigenen Weg, so in voller Liebe, und ich gehe weiter. So sehe ich mein Leben. Das heißt, meine Kunden, mein Job, das, was ich anbiete, das sind so nette Abstecher, aber es ist nicht das, warum ich hier bin. Also ich bin nicht hier, um zu arbeiten. Liegt aber auch daran, für diejenigen, die so ein bisschen mit Human Design sich da auskennen, ich bin Projector. Und Projector sind halt eben nicht hier, um ganz klassisch 9 zu 5 oder ganz klassisch zu arbeiten. Wir sind hier, um Menschen zu führen. Und wir brauchen unglaublich viel Zeit zum Schlafen und zum Ruhen. Ist halt so. So sind wir. Nimm mal an, bevor du das erfahren hast über dich, gab es nicht so viel Ruhe und Schlaf in der Vorkarrierezeit. Und deswegen vielleicht die Abschlussfrage da für Leute, die sich darin finden, weil Unternehmertum ist jetzt nicht gerade von
normal von viel Schlaf gezeichnet, zumindest am Anfang. Der Wunsch von jedem ist so, ich arbeite nicht mehr und mache das alles mit dem Handy auf Bali und dann läuft es schon und macht Ding, Ding, Ding und ich bin super erfüllt. So. Und so, was musstest du alles aufgeben früher, bevor du auf diese ganze innere Reise gegangen bist? So, what were the sacrifices for you to build that business, your brand and alles das? Um da vielleicht nochmal so eine Kerbe reinzuhauen bezüglich von dem, was du gerade gesprochen hast, ich habe so viel Fülle, Freiheit und alles ist so, oh, Leichtigkeit. Und wie war es davor, vielleicht um den Spagat nochmal hinzukriegen, so am Ende? Ich durfte meine Identität ablegen. Ich durfte mir die Frage stellen, was ist, wenn alles, was ich jemals gelernt habe, eine Lüge ist? Ich durfte lernen zu fühlen. Ich durfte lernen, mich auszudrücken, authentisch auszudrücken. Ich musste ganz viele Glaubenssätze ablegen zum Thema Weiblichkeit, zum Thema Arbeit. Ich durfte lernen oder umlernen, was Liebe wirklich heißt, was Freiheit wirklich heißt, was Sexualität richtig heißt. Eigentlich ging es wirklich darum, alles, was ich mache, mir anzugucken, in die Hand zu nehmen und zu schauen, ist das wirklich echt? Also die Liste an Dingen, die ich loslassen sollte, ist so enormst, dass wahrscheinlich die Frage leichter wäre, was habe ich nicht losgelassen? Das Leben. Mhm. Ich habe immer weiterhin geatmet und ich war immer ein Teil des Lebens. Aber ich habe das Gefühl, als ob ich einmal komplett gestorben bin und dann neu auferstanden. Und habe aus dem, was noch authentisch war, und das, was ich gelernt habe, das alles wieder zusammengekleistert und bin dann, um in dieser Metapher oder dieser blumigen, poetischen Sprache zu bleiben, wie so ein Phönix aus der Asche, aus dem Ego-Tod, der Hölle, was meines Erachtens auch hier wieder nur, in Anführungsstrichen, Metaphern sind für die Reise zur Ganzwerdung. Und das ist, warum wir hier sind. Nothing to add. So ist es. Carl Jung hätte es nicht besser sagen können. Superschön. Vielen lieben Dank, Natalia, für dieses supergeile, erfrischende, authentische Gespräch mit dir. Mega cool zu sehen, was du tust, wie du es tust und einfach dich so wahrzunehmen. Mega geil. Schön. Wunderschön. Danke, danke, danke. Danke, Alexander, für diesen Raum, den du bereitgestellt hast, für die tiefen Fragen, für deine Neugier und für das sensationelle Führen und Hosten. Ich danke dir. You're welcome. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.